danach die Quest abgeben. Cool. Ja, das war die letzte... Moment. Das war die letzte Quest of Glory. Das soll heißen, im nächsten... In der nächsten Stufe, also in den nächsten Floor, müsste ja eigentlich dann der Boss kommen. The collection is complete. This is a ghastly piece. The blight has consumed it completely. I cannot wait to examine it. I can already hear it calling to me. Oh. Ja, das ist aber auch bei Auric passiert. Also, da würde ich aufpassen, mein Lieber. You know, for research purpose, one can never have enough samples. They are also quite valuable. If one can find the right collector, I'll be able to fund my research for years. And of course, you'll have your share of the profit. Most importantly, I'll have a chance to examine each sample and learn secrets of the deep. Ja, wir haben ihm bei seinen Forschungen geholfen und das war auch die letzte Ember Collection Quest. Damit hätten wir jetzt einen kleinen Hinweis darauf wieder, dass es wahrscheinlich beim nächsten Floor weitergeht. Also beim nächsten Floor der letzte Boss wahrscheinlich auf uns wartet. Ich bin hier so aufgeregt und wir haben gerade einen Cut Flow Ember uns erstellt. Durch zwei Flow Embers. So, und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Health Poisons holen. Mit dem Geld wird das wahrscheinlich wieder schwer. Ja, wahrscheinlich wieder schwer, aber seht euch das an. Unser Level ist mal wieder sehr hoch gestiegen durch die Quests. Ah, 13. Ach Gott. Soll ich die verkaufen? Soll ich welche verkaufen? Ja, ich verkaufe jetzt welche. Ich glaube, ja, die verkaufe ich jetzt. Die letzten 5, die behalte ich. Gut, das war's. Hat sich vielleicht nicht so sehr gelohnt, wie ich dachte, aber... Mann. Das war ein Abfuck. Die Frage, ob wir weitergehen oder die Hedgequest machen. Ich glaube, ich werde die Hedgequest jetzt weitermachen, da auch alle auf Level 28 sind und wenn wir dann da raus sind, haben wir keine Probleme weiter bei den Dark Temple weiterzumachen. Und hier sind wenigstens nicht diese Überwesen, die uns richtig krass Schaden zufügen. Also diese, wie heißen sie nochmal, diese Novizen oder Akolyten oder was das auch war, da mit diesen Skeletten, die herbeirufen. Habe ich wieder den Namen vergessen. Ach Gott. Die Namen von Mobs vergesse ich immer gerne, weil ich die sowieso immer alle weghaue. Vor allem, wie soll man sich die Namen von den Boss-Mobs merken? Von den Champion-Mobs. Für mich sind das einfach nur Drachen-Champion oder Magier-Champion. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein Troll. Ja, hat man gerade gesehen, ich hab den Skill nicht angewandt, sondern mein lieber Mike hat den mal diesmal angewandt und so kriegt er auch für jeden Hit von den Life Recovered. Jetzt frage ich mich gerade, ist das vielleicht ein explosives Fass? Nein, war es nicht. Gut. Sonst hätten wir das anschließen können und wir haben das die ganze Zeit nicht gemacht. Oh Gott, das kenne ich ja noch. Genau, wusste ich. Nein, mich kriegst du nicht. Wow. Das ging schnell. Also ich glaube, es lohnt sich eher, hier zu sterben, anstatt die Health Poisons einzusetzen, weil das nicht so weit weg, also weil das der Eingang ja sowieso nicht so weit weg ist. Mal ran hier. Mach ich euch fertig. Noch ein paar Skelette. Ich brauche mehr Skelette, mehr Skelette.
dieser Magier. Resurrect Goblins. Ja, gut, dann müssen wir jetzt, den wir zuerst killen müssen. Das wäre erledigt. Oh. Ja. Ach, die sind Level 27, nicht 28. Na gut, das ist ja noch viel besser. Dann leveln wir hier auf Level 30 und können dann, sind dann zwei Level höher als die von dem Dark Temple. Werden die geheilt oder so? Oder warum sind die so... so krass stark? Aha, Charge Rail. Bam. Und er hat ein Cracked Fire Ember fallen lassen. Ach, die Falten habe ich vergessen. Verdammt. Sind wir da einfach mal blindlings reingelaufen. Ach, und hier haben wir, hier sehe ich gerade mal eben mal hier, ja. Es ist der erste Floor von wahrscheinlich mehreren, ne? Ich hoffe, das sind auch mal wieder zwei Floor und der zweite ist wieder ganz klein. Stirb, Goblin. Nein, ich bin gestorben. Mal fort. Ich kann auch mal hier unten lang gehen. Aber da ist das gleiche Resultat. Ach, und da geht's dann hoch und dann sind die wahrscheinlich miteinander verbunden. Wetten? Wetten wir? Wetten wir das? Wetten wir das stimmt? Sind bestimmt wieder irgendwie miteinander verbunden. Das ist ein riesiges Labyrinth hier wieder. Womit wir uns hier rumschlagen müssen. Ups. Langsam ist das hier wieder am Ruckeln. Ich hoffe, dass wir unser Level up bald bekommen. Oh. Habe ich mich mal aufs Gitter gestellt. Dachte mir so, hey, wo bleibt denn der Feuerschwein? Nee. Ich finde es so witzig, dass er einen darauf noch aufmerksam machen muss. Dass man da was aktiviert hat, aus Versehen, getriggert hat, wie auch immer. Oh Gott. Mega Lag. Mega Kill. Erreiche ich den von hier? Anscheinend nicht. Ach, von hier müsste ich ihn erreichen. Ja, von hier erreiche ich den. Nice! Oh. TNT-Barrel, immer von Weitem öffnen. Eigentlich alle Fässer immer von Weitem öffnen. Eigentlich. Boah, Gott! Ich bin mit 7-8, okay, 7-8 Frames per Seconds, glaube ich. Krasser Scheiß, ey. Krasser Scheiß. Ja, jetzt ist hier die Frage, nach unten oder nach links? Ich gehe hier nach rechts unten. Ja, ich gehe mal hier entlang. Auf gut Glück. Natürlich werden wir das ganze Areal säubern, ne? Also da gehen wir sowieso noch hin. Oh, da ist Gold. Ich mag Gold. Ich hasse Goblins.
Nothing to say. Schade. Das Looting fällt mir mal wieder schwer. Oh nein. Nein, der darf nicht wiederbeleben. Der darf nicht alle wiederbeleben. Der darf nicht alle wiederbeleben. Der muss schnell sterben. Sonst belebt er hier alles wieder. Ist er tot? Ja, er müsste recht tot sein. Oder er ist tot. Er ist tot. Gut. Jetzt war hier mal wieder ein schöner Goldraum. Hier können wir nicht runtercasten. Oder wenigstens runterspellen. So. Na, geht. Mit dem Frames per Second ist immer das letzte Level ab. Schön. Mit 7 bis 8 Frames per Second spielen. Nein. Ich weiß, was du tun willst. Du darfst es nicht tun. Gut. Das war dann hier wohl der Bonusweg. Gut, dass wir hier lang gelatscht sind. Und das hier müsste dann der Hauptweg sein, wo es dann weitergeht. Hätte sein können, dass es wieder so ein Explosive Barrel ist. Ich muss auf diese Archer aufpassen. Die machen... Oh nein. Nein, 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 nein. Ein Selbstmörder. Ich hasse Selbstmörder. Kamikaze. Nimm meine Zombies, aber nicht mich. Oh, meine Zombies sind mal wieder selten dämlich. Ja, komm, dass das mich verfolgt, das könnt ihr ruhig übersehen. Das ist nur Deko. Das tut mir nichts. Überhaupt nicht. Ach, dämliche Zombies. Haben kein Heer. Ha! Trommelwirbel bitte. Also langsam müssen wir mal das Level abbekommen, finde ich. Findet ihr nicht auch? Ja, ne? Geht's hier nach unten weiter? Nein. Geht's hier lang weiter? Ups. Ups. Ja. I am wounded. Das stimmt. Oh ja, das bist du. Los, Zombies, holt mir mein Leben zurück. Ich frag mich jetzt, ob es da oben weitergeht oder hier unten. Fragen über Fragen. Ach, hier ist wieder so ein Horn. Das können wir betätigen, um hier dann drüber zu kommen. Es scheint so, als würde es da oben weitergehen. Weil da hinten schon wieder Gold auf dem Boden liegt. Das bedeutet immer irgendein Bonus. Ja, Bonusraum. Yay, Gold einsammeln, während ich verfolgt werde von ganz vielen Goblin Hounds. Meine Minions kriegen natürlich wieder gar nichts gebacken. Dann lassen wir einfach mal durch. Mein Pet ist wieder am Fliehen. Das dämliche Ding. Dummer Mike. Kannst du eigentlich irgendwas, Mike? Nein, kannst du nicht. Kannst mich nur beim Zocken stören. Mehr nicht. Tschüss. Deep Ember, Pure Ember. Nein. Oha. Ein Moment, ich möchte mal was nachgucken. Er ist nicht an. Nein, er ist nicht an. Nein. Schade. Wäre on gewesen, hätte ich den jetzt nochmal angeschrieben. Ich habe lange nicht da oben hingeguckt. Hätte ja sein können, dass er inzwischen wieder on ist. Sterbt an meiner Falle.
die so episch ist wie ich. Also gar nicht. Also die Kombination aus dem Fallen und dem Netz ist nicht zu verachten, kann ich nur weiter empfehlen. Das wäre so cool, wenn könnten wir das benutzen. Nur leider können wir das nicht benutzen zu unserem Vorteil. Das konnten wir nur mit den Zwergen minen. Leider, leider. Ups, ich bin ans Mikro gekommen. Ich hoffe, das hat man nicht zu laut gehört. Oh Gott. Nein! Nein! Und ich habe gerade einen Trank genommen. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Leute! Was tut ihr mir an? Und man merkt wirklich, also wir haben mehr Gold, als wenn wir woanders hingehen. Also wenn wir in den Dark Temple gehen, dann haben wir weniger Gold, wenn wir wieder rauskommen. Ich würde sagen, wenn wir hier wieder rauskommen, haben wir wieder ein paar Heiltränke mehr. Denke ich. Müsste sein. Müsste. Das Problem an diesen Quests ist ja, man kann nicht wieder aus diesem Quest wieder rausgehen. Das ist ein kleines Handicap für manche wahrscheinlich. Natürlich, dass man in Very Hard Mode sehr oft sterben kann. Also es ist eigentlich, ich denke, nur ein Handicap für die Very Hard Spieler, weil die ja sehr viele Tränke auch gebrauchen können, wie wir ja schon wissen, aus Erfahrung und so. Meine Güte, hier kommt Areal nach Areal gar kein Mob oder was? Ach, das macht mich stutzig. Ha. Aber auch nur ein Mob ist auch nicht so. Und ich habe mich mitten in die Falle gestellt. Ich Depp. Oder auch nur ein Mob ist auch langweilig. Oh, das ist ein Mob. Ein Dingens. Ein Boss. Champion. Graves Wallower. Graves Wallower. Okay. Yay, Fame Increase und Alter. So wenig nur noch. Ich hätte uns größtes Level abgeben können. Findet ihr nicht auf? Aber ich finde schon. Krass. Gute Armor. Moment. Ich bin kurz davor zu sagen, dass wir das abgegeben, aber die 14 Dextry, die sind schon, die sind ein bisschen besser. Außerdem haben wir sowieso keine, nicht die Magic Requirements dafür und die werden wir auch wahrscheinlich nie bekommen. Wobei, das Level Up auf Level 53, dann könnten wir das eigentlich bekommen. Qual der Wahl, sollen wir das benutzen? Sollten wir das benutzen? Das ist ja eigentlich 5% Pet in Minion Damage. 5% Pet in Minion Armor. Gott. Increase Gold Find Level to Pet Mastery Skill. Also das Pet Mastery Skill können wir sowieso vergessen. Ne, ich glaube, ich behalte doch meine Armor. Auch wenn es jetzt dämlich klingt. Und ich glaube, ich werde die dann in die Box tun. Oder andersrum. Ah, Fragen über Fragen. Doch, ich werde die benutzen. Ich werde die benutzen. Ja, ich werde sie benutzen und dafür wird dann die Rüstung, die ich jetzt anhabe, in die Box wandern. So, das können wir alles nicht gebrauchen. Ja. Allein wegen den Armor. Also das ist eine gute Armor wegen den Rüstungs-Buff. Von 75, also das ist ein guter Wert für eine Rüstung. Ich meine, das können wir gebrauchen. Wir wissen, dass wir bei weitem nicht genug Armor haben. Und wir wissen ja bei den Chests auch, dass das auch Mimikris sein können. Deshalb bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig bei. Und ich hatte diesmal recht. Und das nicht, weil ich es gehört habe oder so, das war jetzt wirklich geraten.
Das ist einfach nur, ja, ich dachte mal so, hey, könnte ja sein. Cracked Life Ember. Sehr schön. Was haben wir da jetzt nochmal? Schulter bekommen. Ja, ich glaube mal, unsere Schultern könnten nicht toppen. Doch, könnt. Wird getoppt, wurde getoppt. Nur finde ich unsere eigentlich besser. Wegen dem Magic Attribut. Und Magic brauchen wir auch. Also, ne? Goblin Chanter. Ja, Level 30. Yeah. Geh weg. Explodier woanders. Da, wo ich nicht bin. Gut, ich glaube, ich mache dann hier den... gleich den Cut. Vorher mache ich hier noch... Ach, das machen wir gleich zusammen mit dem anderen. Und seht euch das an. Unser Fame. Ja, wir brauchen nicht mehr Fame. Nicht mehr viel Fame, dann sind wir wieder dort auch erhöht worden. Jetzt fragt sich nur, vielleicht ist hier im nächsten Raum ein Fame-Ding. Nein, ist hier nicht. Vielleicht da oben. Nein. So, lassen wir das einfach für heute gleich sein. Nach dem Goblin Hound. Stirb, Goblin Hound. So. Oh, super Health Potion. Können wir mal gebrauchen. Gut. Dann werde ich hier jetzt einmal wieder auf Advanced Spellcasting machen. Dann haben wir noch mehr Requirements Minus und halt Mana Recovery. Brauchen wir ja immer. Und jetzt hierzu. Es war 53 Magic. Wenn wir es jetzt schließen, können wir das dann sofort tragen? Nein, können wir nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil das dann hier auch noch Magic Spell Plus hat. Ach, Level 31. Verstehe. Das aber trotzdem muss ich nachgucken, ob das auch Magic Plus hat. Nein, hat's nicht. Gut, dann wird das nicht so dramatisch sein, wenn wir das tauschen. Aber Dexterity wird dadurch wirklich in Mitleidenschaft gezogen, deshalb werden wir das jetzt komplett drauf führen. Habe ich mir jetzt gerade überlegt. Ja, und die weg. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Markey.